Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir, Far.io. Heute zeige ich euch, wie ihr in einem Jump-and-Run-Spiel eine Charakterauswahl macht. Dafür mache ich jetzt erstmal ein neues Projekt. Und ich mache eine neue Szene. Und zu dieser Szene füge ich meine Figuren hinzu. Okay, ich benutze in dem Beispiel jetzt halt einfach drei verschiedene Spieler. Okay, und wie das Ganze jetzt funktioniert. Wenn jemand auf Player 1, also wenn jemand Player 1 auswählt, brauchen wir Mouse and Touch, Mouse Button pressed und Touch hält. Left, sagen wir okay. Soll die Variable, die globale Variable, machen wir eine neue globale Variable. Die nennen wir Auswahl 1. Nehmen wir die und setzen die zu 1. Sagen okay und kopieren uns das jetzt dreimal, also zweimal. Nehmen wir dann noch eine Variable, nennen die Auswahl 2. Nutzen die. Und kopieren dies nochmal. Und machen noch eine neue Variable. Die nennen wir Auswahl 3. Genau. Und was das jetzt bedeutet, dass wenn man 1 anklickt, dass sich die Variable verändert. Aber das ist nicht das Einzige, das wir machen wollen, sondern wir wollen auch die Scene gleich wechseln. Also change scene to new scene. Das können wir dann nochmal zu allem hinzufügen. Jetzt funktioniert das auch schon mal. Genau. Dann brauchen wir jetzt beim Spieler noch neue Animationen. Ich nenne es jetzt einfach Spieler 2. Sagen Add. Und fügen jetzt alles hinzu. Machen wieder Add. Und fügen noch einen hinzu. Was wir jetzt hier machen können, ist ein neues Empty Event. Und zwar, wenn Variable, globale Variable, Auswahl 1 equals to 1, dann soll Player Animation, change the animation by name, soll zu Spieler 2 gewechselt werden. Ich meine natürlich Auswahl 2. Auswahl 2. Und hier Auswahl 3. Genau. Und jetzt können wir das Ganze testen. Wenn wir jetzt Play drücken und Spieler 1 auswählen, haben wir Spieler 1. Wenn wir jetzt Spieler 2 auswählen, haben wir Spieler 2.
Die Animationen müsste ich jetzt noch hinzufügen, aber lasse ich einfach so. Kann man auf jeden Fall noch machen. Und wenn ich jetzt halt den Spieler 3 auswähle, funktioniert das auch wieder da mit den Animationen genauso. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem kurzen Video. Ciao.